Moin Leute, ich war ja auf Lehrgang in Plön und da habe ich mir gedacht, das ist 2 Stunden von Buxtehude entfernt. Wir gönnen uns mal den Weg, fahren dahin, probieren Mehmets Döner. Ob es uns geschmeckt hat, ob es sich wirklich gelohnt hat, dahin zu fahren, seht ihr in dem Video. So Leute, wir sind jetzt hier in Hasefelde angekommen, Kreis Stade. Da drüben ist auch Mehmet. Ich habe ja gesagt, ich fahre an dem letzten Wochenende dann hier nach Buxtehude und koste mal den leckeren Döner, der immer so angepriesen wird. Bin mal gespannt. Wir sind noch mit ein paar Kollegen da, die stehen gerade da drüben. Wir gönnen uns jetzt noch ein Bier und dann werden wir uns den Döner einpacken lassen und suchen uns erstmal einen schönen Ort, wo wir dann das verköstigen. Bin auf jeden Fall gespannt. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir uns den Döner geholt haben und dann gucken wir mal, ob es wirklich so lecker ist. So, Döner von Mehmet ist am Start. Kollegen haben auch. Wir haben jetzt insgesamt 8 Stück geholt, für heute Abend noch welche. Und der erste Biss war schon mal gut, aber ich habe noch nicht so viel Soße erwischt. Da mache ich gerade mein Papierstäbchen nicht. Ich muss sagen, die Soßen sind richtig geil. Also, ich glaube, wir sind ganz froh, dass wir noch welche mitgenommen haben. Ja, auf jeden Fall. Werden sie jetzt noch schmecken lassen. Bierchen haben wir auch noch. Und dann werden wir ein bisschen in Buxtehude rumlaufen. Mal gucken. Vielleicht sehen wir Monte noch. Wir sind jetzt hier an dem, ja, was ist das? Ja, wo Mehmet normalerweise steht. Aber am Wochenende ist er ja immer in Hasefelde oder Hasefeld. Und jetzt sind wir hier hingefahren, wo er sonst steht. Und tatsächlich waren hier eine Mutter mit ihrem Sohn und Tochter, so wie es aussah, oder Freundin, whatever. Und haben uns gefragt, wo der jetzt gerade steht. Also man merkt schon, die Bekanntheit durch Monte ist extrem. Egal, wir lassen es uns schmecken. Wir sehen uns später. So, wollt ihr zuerst? Mach ich. Okay, also Fazit vom Döner. Mega lecker. Das mit den Soßen ist absolut geil. Also du hast wirklich bis zum letzten Bissen schön saftig eigentlich. Ne? Ja, auf jeden Fall. Brot nicht durchgeweicht. Ansonsten hat man ja bei den meisten Dönern unten immer nur noch das Fleisch und das trockene Brot. War hier auf jeden Fall nicht der Fall. Erwartungen wurden von mir zumindest erfüllt. Von euch. Die Soßen sind halt ein bisschen dicker unten, deshalb ist das Brot knuspriger zum Schluss. Einwandfrei. Und die eingelegten Zwiebeln. Ja, genau. Auch bei keinem Döner bisher erlebt, dass die Zwiebeln gewürzt und eingelegt waren. Also da war auch eine leichte Schärfe noch mit dran. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier die 2 Stunden herzufahren. Wir machen jetzt hier noch ein bisschen durch Buxtehude einen kleinen Spaziergang durch den Park. Und ich denke mal, dann sehen wir uns in Plön wieder, wenn es dann heute Abend ans ein bisschen gemütlich trinken geht und alles. Bis dahin, haut rein. Ja. So, wir sind jetzt auf dem Heimweg. Döner hat auf jeden Fall gemundet. Wir sind noch ein Stückchen spazieren gegangen. Monte leider nicht getroffen. Aber trotzdem eigentlich, ne, Buxtehude war eigentlich ganz cool so. Vom Ort her. Ja. Recht angenehm, schöne Parkanlage. Döner haben wir noch im Gepäck. Insgesamt jetzt, glaube ich, 4 Stück. Gibt es dann heute Abend. Und ja, jetzt erstmal 2 Stunden nach Hause. Ansonsten kann ich nur bestätigen, was Monte gesagt hat. Echt guter, richtig guter Döner. Die Soßen mega. Alles drum und dran hat eigentlich echt gepasst. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und demnächst kommt dann auch ein bisschen mehr Fortnite wieder, wenn ich wieder zu Hause bin. Der Lehrgang ist ja jetzt rum. Und dann gucken wir mal. So Leute, das war mein kleiner Ausflug nach Buxtehude. Mehmets Döner hat auf jeden Fall gemundet. Kann euch nur empfehlen, probiert ihn selber mal, fahrt dahin. Auch wenn es ein bisschen längerer Fahrtweg ist. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich packe euch unten noch in die Videobeschreibung die Öffnungszeiten sowie die Standorte von Mehmet rein am Wochenende und in der Woche. Und Montes Kanal ist auch verlinkt. Wisst ihr Bescheid, haut rein. In dem Sinne, euer Obito. Ciao, ciao.